Jetzt geht dieses Gruppenspiel weiter hier in der UEFA Champions League. Wir freuen uns auf Durchgang 2. Stube am Ball. Robin Hack. Stindl. Mike Franz. Waldemar Anton. Und der Ball ist zurück bei Manchester City. Gutes Anspiel. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Jetzt gibt's Einwurf. Jetzt Otamendi. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Bernardo Silva. Jetzt könnte er flanken. Die Flanke in Richtung Aguero. Muss Ecke geben. Also ich möchte heute nicht in der Haut der Spieler stecken. Der Regen hört nicht auf. Hoffentlich hält der Platz es aus. Ja, die Akteure sind auf keinen Fall zu beneiden. Der Platz kann das ab. Dank der Drainagen heutzutage sind die Schlammschlachten von früher ja selten geworden. Kurze Ecke. Giovanni Lo Celso. Sterling mit dem Ball. Ja, geht gut dazwischen. Eckball. So, die kurze Variante. Flanke an den kurzen Pfosten. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für Hannover 96. Dann geht es auswärts gegen den BVB. Und das ist eine hochklassige Partie. Das ist vorprogrammiert. Füllkrug. Arne Meyer. Jung. Sieht vielversprechend aus. Da ist die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Felix Klaus. Arne Meyer. Ja, energischer Vorstoß. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Die Ecke ist die Chance auf den Ausgleich. Da kommt die Ecke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Und nochmal Eckball. Parade von Ederson. Gefahr noch nicht bereinigt. Felix Klaus. Und Tor! Alles wieder offen! Ja,
Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Hier nochmal dieser Treffer. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Guter Ball nach draußen. Freistoß jetzt für Manchester City. Joao Cancelo. Ball kommt. Sterling. Den Ball will er nicht hergeben. Und die Möglichkeit. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Tolle Chance, schön platzierter Ball. Am Ende einfach kein Glück. Ah, sowas sieht er natürlich nicht gerne. Stichwort Chancenverwertung. Da hätten sie den Führungstreffer machen müssen. Jetzt muss Man City wechseln. Er kann nicht weiterspielen. Beim Ballbesitz nehmen sich beide nicht viel und beim Resultat natürlich bisher auch nicht. Unentschieden, alles drin, alles denkbar. Wir sehen viele Offensivaktionen, das macht Spaß. Frühes Stören jetzt. Arne Meyer. Er passt ihn auf den Flügel. Stindl. Jung. Jetzt in der Anspielstation. Gieselmann. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Ein berechtigter Freistoß. Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Kun Agüero, weg ist der Ball. Mike Franz. Jung. Waldemar Anton. Arne Meyer. Bart Stuber am Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Sie machen Druck auf ihn und so geht der Ball raus.
Jetzt will er neue Akzente setzen. Es gibt den Doppelwechsel. Die Nummer 7, Robin Hack, und mit der Nummer 18, Arne Meyer. Neu dabei, die Nummer 17, Marco Richter, und mit der Nummer 14, Otamendi und David Silva. Aguero jetzt. Der nächste Angriff der Citizens. Didi. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Die Chance auf den Konter. Ballverlust. Ja, klasse Pass. Oh, da ist er durch. Füllkrug. Jetzt De Bruyne. Ball jetzt bei Sterling. Viel Platz für Sterling. De Bruyne. Chance zur Führung. Gehalten. Aber wenn du aus der Distanz so eine Chance hast, dann muss eigentlich fast mehr rumkommen. Ne? Ja, sehe ich auch so. Das ist keine gute Aktion. Eine verschenkte Chance, gerade gegen diesen Torhüter. Wird's jetzt gefährlich? Er war noch dran, gibt Ecke. Jetzt der Eckball. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Gute Aktion. Vorteil für Manchester City. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. De Bruyne. Und jetzt De Bruyne. Gut den Ball verteidigt. Jetzt ist die Kugel weg. Ball draußen. Es gibt Einwurf. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. Spielwechsel bei Manchester City. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Die Nummer 28, Wilke Ndidi. Neu im Spiel, die Nummer 25, Fernandinho. Gieselmann. Rückpass jetzt in Richtung Keeper. Jung. Mike Franz. Da trennt er ihn vom Ball. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Gute Aktion jetzt. Mike Franz. Rani Khedira. Jetzt David Silva. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Jung. Waldemar Anton.
Rani Khedira. Gieselmann. Jetzt ist es gefährlich. Sauber vom Ball getrennt hier. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Weiter dieses Unentschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Kevin De Bruyne. Gut verteidigt. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Sterling jetzt am Ball. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding. Ja, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Waldemar Anton. Jung. Füllkrug. Da mit viel Übersicht. Mike Franz. Was macht er draus? Ja, könnte was werden. Auf Außen ist Platz. Da ist die Hereingabe. Erstmal geklärt. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Er holt sich den Ball. Er holt sich vorne den Ball. Den Ball will er nicht hergeben. De Bruyne. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Jetzt Aguero, könnte gefährlich werden. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Ecke für City, jetzt liegt hier vielleicht sogar die Führung in der Luft. Mal sehen, ob der Joker das Spiel entscheiden kann. Noch steht es unentschieden. De Bruyne führt diesen Eckball aus. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Gieselmann. Rani Khedira. Badstube jetzt. Stindl. Khedira. Das ist es vielleicht. Tor, sie krönen die Aufholjagd mit dem Treffer. Also wer hätte das vorhin noch gedacht? Unglaublich. Immer wieder spektakulär. Tore aus der Distanz, aber das macht er klasse. Wo steht der Keeper? Wo muss der Ball hin? Massarbeit. Hier nochmal dieser Treffer. Das sieht natürlich nicht gut aus nach diesem Treffer. Und jetzt muss er vielleicht umstellen. Muss reagieren. Aber so ein Tor,
Das ist frustrierend. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Er schirmt den Ball ab. Mahrez. Gut den Ball verteidigt. Sidi versucht noch mal alles. Weiter dieser knappe Rückstand. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Freistoß für Manchester City. Gut vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Könnte der späte Ausgleich werden? Das wird kein direkter Abschluss, das wird ein scharfer Ball nach innen. Da kommt er raus und hält den Ball. Gieselmann. Einwurf jetzt. So, der aktuelle Spielstand lautet ist hier, also 3:2 und lang ist nicht mehr zu spielen. Nun die Frage an dich, Buschi, mit wem bekommen Sie es als nächstes zu tun? Der kommende Gegner der Hannoveraner, er heißt Borussia Dortmund. So wie heute müssen sie spielen, dann haben sie eine gute Chance. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen, Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Pass auf den Flügel. Jung. Felix Klaus. Sebastian Jung. Felix Klaus. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke. Und wenn du den Lupfer dann so perfekt ansetzt, dann geht das Ding auch rein. Hat kein Keeper der Welt eine Chance. Ich glaube, das gibt eine ziemliche Ansprache in der Kabine. Da passt ja nichts zusammen heute. Das hat er sich komplett anders vorgestellt. Vier zu zwei steht's damit. Hier ist einiges los. Es sieht alles andere als gut aus, kurz vor Spielende. Wie fällt deine Analyse aus, Buschi? City geht hier voraussichtlich runter. Das muss man so hart sagen. Die haben über weite Strecken gar nicht stattgefunden. Wo war die typische City-Spielweise, die Dominanz? Da war ein ganz bitterer Auftritt. Fernandinho verliert den Ball. Ja, das gibt Einwurf. Waldemar Anton. Rückpass jetzt in Richtung Keeper. Felix Klaus. Klasse Aktion da. Niklas Füllkrug. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Den Zweikampf führt er sehr gut. Mahrez. De Bruyne am Ball. Und jetzt Sterling. Ballbesitz Sterling. Mahrez. Sie bekommen den Einwurf. Schönes Anspiel. Guter Ball nach draußen. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling.
super dieses Zuspiel. Das sieht gut aus. Da wäre Platz für den Konter. Hier ist er unter Druck und der Ball geht ins Aus. Gut den Ball verteidigt. Jetzt David Silva. Bernardo Silva. City über den Flügel. Gut den Körper eingesetzt. De Bruyne, langsam wird's gefährlich. Jetzt David Silva. Kun Agüero. Gut den Ball verteidigt. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Vielleicht die Konterchance. Guter Pass. Sie kommen jetzt über außen. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Und am Ende ja Ball. Da ist De Bruyne. Jetzt Laporte. Das ist João Cancelo. Jung. Schöne Aktion. De Bruyne. Jetzt kann da was entstehen. Stark gearbeitet. Und nun David Silva. Ball ist bei Bernardo Silva. João Cancelo. Und er gewinnt den Zweikampf. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Immer noch diese Szene. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Kevin De Bruyne. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Hereingabe von Sterling. Da können sie erstmal klären. Bernardo Silva. Sergio Aguero. Schöne Aktion. Chance zum Anschlusstreffer. Riesenparade von Zieler. De Bruyne führt diesen Eckball aus. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. João Cancelo. Da ist David Silva. Pass von Bernardo, sind sie zur Stelle. Und damit ist der Ball weg.
So, der Gastgeber gewinnt diese Partie aus der Vorrunde. Das Spiel ist aus. Tja, das war ein knapper Sieg in diesem Gruppenspiel, aber ich glaube, es war vor allem ein wichtiger Sieg. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen.